Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die nette Ankündigung. Mein Name ist Christopher Ripp. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von ICD Energy. Wir entwickeln eine Softwareplattform, mit der Sie als Industrieunternehmen Ihren eigenen digitalen Zwilling für Ihr Energiemanagement erstellen können. Bevor ich aber genau berichte, was wir eigentlich machen, möchte ich, dass wir gemeinsam auf ein Bild gucken. Den Wanderer über dem Nebelmeer. Das Selbstverständnis der deutschen Industrie. Wir stehen auf einem Hügel, blicken in die Ferne auf einen Berg, der Berg der Exzellenz. Kosteneffizienzseitig. Wir wollen alle dahin, das ist unstrittig. Das Problem ist aber der Nebel. Der Nebel versperrt die Landschaft. Wir wissen nicht, wie wir dorthin kommen. Der optimale Weg wird uns versperrt, weil Transparenz fehlt. Wir haben die Herausforderung, Energiekosten zu senken, CO2-Emissionen zu senken. Wir brauchen aber die Transparenz der Energieflüsse dazu. Genauso müssen wir Nachhaltigkeitsreporting-Pflichten erfüllen. Und die Realität verhindert das. Denn die Realität ist im Energiemanagement wenig Digitalisierung, viel manueller Aufwand. Und dementsprechend haben wir gesagt, da müssen wir ran. Und jetzt brauche ich Ihre Vorstellungskraft. Wir haben eine Plattform entwickelt, mit denen Sie Ihre Energiedaten integrieren können und dann auf Straßenkarten aus der Vogelperspektive via Ampelsystem von Rot nach Grün sehen können aus der Vogelperspektive, wo Sie effizient und weniger effizient Energie verbrauchen. Auch können Sie jeden eigenen von Ihren technischen Plänen hochladen und genau das Gleiche damit tun. So entgegnen wir der Komplexität im Energiemanagement, Millionen von Energiedaten zu analysieren, und so unterstützt Sie die Plattform, um dann, und das hatten wir heute schon, den Nutzer ins Zentrum zu bringen. Dementsprechend möchte ich abschließen mit den Worten: Wir verstehen uns als der Navigator durch den Nebel und helfen Ihnen, das Dickicht im Energiemanagement zu bestreiten und Transparenz zu generieren, damit wir kosteneffizientes und nachhaltiges Wirtschaften realisieren können. Vielen Dank. Tausend Dank.